du sollst deine fragen. Du musst das gefragt. Vielleicht. Ja. Was hättest du? Und nichts schwieriges. Nichts schwieriges. Ach so, okay. Nichts schwieriges zum Beispiel. Ich bin jetzt halt Nachschlag oder so. Du brauchst nicht nachdenken wieder, glaube ich. Es geht nur um eure Lebenssituation und wie, was ihr euch wünscht und was euch erwartet von der Zukunft, solche Dinge. Ich heiße Ira, bin 14 Jahre alt. Ich heiße Chanda, ich bin 14 Jahre alt und ich habe zwei kleine Brüder. Ich heiße Valentina, bin 14 Jahre alt. Einzelkind. Ich bin ein Einzelkind. Ich heiße Samba, bin 15 Jahre alt und habe zwei jüngere Brüder. Ich heiße Tragani, ich bin 14 Jahre alt und habe eine ältere Schwester und sie ist 20. Ich bin Maka, ich bin 15 Jahre alt, ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Ich bin Stephanie, ich bin 14 Jahre alt und habe fünf Geschwister. Okay. Ich heiße Selama und bin 15 Jahre alt. Ich heiße Linda und bin 15. Ich heiße Elke und bin 14 Jahre alt. Mein Name ist Wilda, ich bin 14 Jahre alt, habe vier Geschwister und komme aus dem Campus. Wir würden gerne ein bisschen sprechen über die Zukunft. Wir haben letztes Mal gefragt, die Burschen, was sie sich vorstellen, was sie in 10 Jahren machen. Also ob sie, was sie arbeiten, welchen Job sie gerne machen würden, ob sie Familie haben oder nicht. Das würden wir ganz gerne von euch auch wissen. Also uns würde einfach interessieren, was denken die Burschen, was denken die Mädchen? Und auch so ein bisschen die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten von Burschen und Mädchen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass heute halt die Mädels im Start laufen. In 10 Jahren bin ich dann 24 und werde hoffentlich studieren. Ich werde nicht heiraten mit 24 und auch keine Kinder haben, aber eine eigene Wohnung. Und ja. Was möchtest du studieren? Weißt du schon was? Jus. Jus? Ja. Okay, später mal Anwältin werden. Ja. Okay. Möchtest du mal selbstständig werden? Weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Schaust dann einfach, wie die Situation. Ja. Okay. Okay. In 10 Jahren möchte ich halt auch noch studieren. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich möchte auch Rechtsanwältin werden. Mit Familie und so halt. Ist auch nicht so wichtig für mich. Werden wir mal sehen. Später bei Mitteln oder? Ja. Wenn es sich so ergibt, dann ist es erst. Wo wollt ihr mal wohnen später? Ja. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Aber in welcher Stadt? Zum Beispiel. In Linz, ja. Deswegen will ich meine Arbeit haben als Friseurin. Und ich will in Linz In 10 Jahren möchte ich auch als hoffentlich Bankangestellte arbeiten. Ich werde eine Wohnung haben und ich werde ein Kind leben. Okay. In 10 Jahren möchte ich gerne als Einzelhandelskauffrau arbeiten und möchte in Linz leben und ja, meine Familie haben. Zwei Kinder und einen Mann. In 10 Jahren will ich Modedesignerin werden. Ja. Möchtest du studieren? Ja. Irgendwas halt. In 10 Jahren werde ich vielleicht als Einzelhandelskoffer arbeiten. In 10 Jahren werde ich als Bürokraft arbeiten. Ich werde im Kind leben und halt Familie, weiß ich noch nicht. Ich bin auch den Text ein bisschen analysieren versucht mit den Jungs. Jetzt schauen wir uns vielleicht zuerst mal wirklich an, schauen wir noch ein bisschen rein in das One Direction, dass wir ein bisschen sehen, einfach, was das für Musik ist und wie die Jungs ausschauen eigentlich, oder? Ja, ich habe noch eine Frage. Der Frage stellt, kennt ihr das Kollega? Ja. Und wie gefällt euch? Ich finde es gut. Süß. Mir
sagen. Aber ich habe auch jetzt Angst. Also, er studiert jüdische Lese. Oh Gott. Ja. Ich war geschockt. Ja. Was? Was sagst du? Was sagst du? Was stört dich an? Oder was findet sie jetzt? Was ist auch so ein Teil in dem Video? Was sie da reden. Den Ängsten und so. Ja. Eigentlich wäre es irgendwie so. Ich bin dann auch der Frauen, das ist mir auch immer wieder sehr, sehr starke Männer. Also einfach also Szenen, wo sie zuhauen und dann sieht man aber genau das nicht mehr. Sehr viel Kraftausdrücke sind drinnen. Und über die Mädchen wird so sicher schlecht geredet. Schon, oder? Unglaublich. Das finde ich. Ja. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Frauen im Video.
Bushido ist der beste. Ja. Von den Deutschen. Der verarscht nicht zu viel. Grüß. Bushido verarscht nicht zu viel. Nee, Fahrt tut gar nicht. Ich bin Fahrt am besten. Ich rede über Bushido. Ja, ich denke, man wissen sich das. Ja, man wissen ja. Ja. Der Bushido ist mit dem? Ja, alleine. Nein, ist doch nicht.
Also ist es dann okay? Ja, ja. Okay. Ja, das ist aber männlich zu werden, nicht leicht gefällt es nicht. Streit da rein
und halt dann bildsicher eigene Gruppen halt. Zum Beispiel wir drei und die drei halt verarschen gegeneinander. Ja. Aber manchmal ist es auch so, dass eine Person einfach lügt und sagt, ja, die andere hat das gesagt und dann ist sie auch etwas bestätigt. Ja. Sehr viele Meinungsverschiedenheiten und daher ist das halt so. Und außerdem streiten wir nicht gegeneinander, wir lassen sie einfach in Ruhe und haben halt nichts mit denen zu tun. Wir reden über entweder nicht mal über die, sonst was, also die interessieren uns alles. Und verändert sich diese Gruppen dann unter euch quasi? Es ist erst neu entstanden, also. Ja. Ja. Letztes Jahr war es neu, dieses Jahr sind und es ist eigentlich wegen Lästern und halt solche Sachen entstanden. Ich meine, mich persönlich interessiert es nicht, was die anderen so ganz machen, was die anziehen oder wie viel sie wiegen oder so. Anscheinend manche in unserer Klasse schon. Mhm. Fast alle. Okay. Also was man Sachen da so hört. Also nochmal, also es stimmt, was die Jungs sagen. Die Jungs sagen, die Buben mit Buben, die verstehen sich gut. Die Mädchen verstehen sich mit den Buben, die Buben mit den Mädchen. Nur innerhalb der Mädchen ist das oft nicht so. Ja, ja. Als wir uns alle vertragen haben, gab es nur mehr Streit und dann haben sich Gruppen gebildet und dann gab es keinen Streit mehr. Wir haben das bleiben wir halt, weil wir keinen Streit mehr wollen. Ja. Also halt gibt es immer Musikereien. Einer sagt etwas und der andere sagt etwas anderes. Jeder hat seine eigene Meinung. Was haben wir? Es gibt aber nicht, also nicht jeder ist so in einer Gruppe. Manche vertragen sich mit jedem. Also, ja. So ist es. Ich finde, es ist besser so. So ist es besser. Ja, weil ich meine, es gibt keine wir wollten jetzt halt, glaube ich, nichts mehr draus machen, weil es sowieso das letzte Jahr ist und wir uns fast sowieso nicht mehr sehen. Also nützt es sich sowieso nicht. Wir haben keine Lust, nochmal einen Streit zu haben und dann wieder befreundet und wieder Streit, dann ist es einfach getrennt. Wir wollen keine falschen Freunde werden, darum sagen wir einfach, wir mögen sie nicht, es ist auch. Ja, die wissen es auch, also es ist so. So ist es. Ja. Also ich würde es. Ihr redet schade. Aber schon mal miteinander, oder? Ich meine, nein. Gar nichts. Nein. Also ich finde das jetzt total schade. Also ich komme jetzt da praktisch, weil ich in drei Gruppen einteilen, eine und in die andere und dann in eine, die mit allen. Ist das richtig so? Es gibt da praktisch zwei Gruppen. Es gibt nicht jetzt drei oder vier, sondern zwei. Zwei. Gleich groß ungefähr? Nein, fast. Und die lassen sich in Ruhe, reden aber auch nichts. Nämlich nicht miteinander. Ja, nicht miteinander. Ja, aber. Interessant, oder? Das ist hochinteressant. Du bist es so. Ja, die Gruppen, die sich gebildet haben, waren halt früher voll gut miteinander. Mhm. Ja. Und jetzt nicht mehr? Ja, dann hat es nicht mehr funktioniert. Es ist eigentlich besser. Sonst haben wir uns eh immer gestritten. Mhm. Und vorher hat sich auch immer aufgeregt, dass es Streit gibt. Ja, und so haben wir es nämlich. Schaut mal, die Frau hier direkt auf, sondern die sagt halt, was das ist. Ja, aber die haben halt auch nicht so viele Nerven. Nicht nur wir alle haben. Wir haben auch nicht mehr so viele Nerven, jeden Tag Streit zu haben. Wir haben noch Schulstress, keine Ahnung was. Ich sitze ja nicht da, um zu. Wir haben was Besseres zu tun, um zu lernen. Wir müssen die Schule lernen und so. Wir sind jetzt leichter geworden und so weiter und so fort. Ja, so ist es. Okay. Anfang des Jahres. Also am Anfang des Jahres war es eigentlich anders. Okay, so, das heißt, das stimmt wirklich so, die Jungs, die schaffen das in der Gruppe, streiten nicht und bei den Mädchen gibt es keine. Die haben auch eigentlich so eine Gruppe. Haltung und. Ja, aber die reden auch miteinander, aber nicht wirklich. Die haben nicht wirklich was zu tun. So, aber das ist was ganz Normales, in einer Schulklasse, dass man mit manchen weniger zu tun hat. Aber dass man so offen sagt wie ihr, das sind zwei Gruppen und die reden miteinander, die mögen sich nicht. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich. Nein, es passt schon. Ja, das stimmt aber. Also stimmt es wirklich, wie die Jungs das sagen? Ja, genau. Ja, ich hab's gemerkt. Darf ich sagen, das Mädchen, das die Klasse verlassen hat, hat die damit zu tun? Ja. Wenn jemand von Ihnen mit einem Mädchen spricht, dann heißt es immer gleich, sie sind verliebt, die beiden oder so, und das stürzt sie nicht, dass sie nicht mit den Mädels sprechen können. Wie? Stimmt nicht. Ich weiß nicht, früher war es. Aber
Und alles der Reihe nach, weil das stimmt wirklich, das haben Sie gesagt. Also wenn Sie haben mit Mädchen, hätten Sie eigentlich gern mehr zu tun, aber wenn es, wie ist das, wenn die Mädchen, genau wenn ein Mädchen mit Ihnen spricht, dass das aufhört, weil Sie hätten gern viel mehr mit euch zu tun. Sie müssen immer aufpassen, mit wem Sie reden, weil sonst gibt es gleich Gerüchte. Genau. Moment. Eigentlich sind es die Jungs halt, wenn zum Beispiel ich mit, was weiß ich, mit NSC rede, da kommt halt NSC-Stecher, Playboy, was weiß ich was. Eigentlich sind es die Jungs, die das sagen. Sehr interessant, Kinder. Also die Aussage, die Sie gesagt haben, halt stimmt nicht. Nicht wirklich sagen. Ja. Ist eigentlich umgekehrt. Ja. Das kommt eigentlich nicht von der Mädchenseite. Ja. Also das von hinten und so. Eigentlich sind das immer die Jungs, die das so sagen. Ja, das stimmt, ja. Also wir bin jetzt. Willst du das sagen, Kinder? Ja. Trotzdem süß. Mir ist eigentlich egal, ich rede mit meinen Mitschülern einfach und ist mir egal, was die denken oder was die auch sagen. Natürlich sagen die auch, was sie haben, du stehst auf ihn oder er steht auf dich und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt kann es mir auch egal sein. Und denen auch. Und ist es dir auch egal? Natürlich. Also ich glaube, ich bin einer der meisten, der wirklich mit Jungs was zu tun hat in der Klasse. Ja. Da hatte ich auch mal einen schlechten Ruf dafür, aber da war es mir echt egal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das stimmt, ja? Dass das einfach beide Seiten einfach machen und nur fällt es von der anderen Seite, fällt es mir auch. Ja, sicher. Und dann werden das wir andere selbst. Das heißt, wir müssten dann alle drauf achten. Fisch. Vielleicht fällt euch irgendwas ein, vielleicht fällt euch auch was ein, wenn es nicht direkt von euch ist, vielleicht von innerhalb der Familie oder in der Nachbarschaft. Ja, ja. Aisha. Ja, also war ich halt Silvester. Und da waren wir draußen mit meinem Vater. Und da ist so eine Frau herumgelaufen mit so, also Licht halt, das war so hell und so. Und hat jeden so in die Augen gestrahlt und hat geschrien, ich werde jetzt nach Hause, Ausländer und so, was soll das? Ihr dürft das nicht mehr so Raketen schießen und so. Und hat halt ihren Hund auch auf die kleinen Kinder losgelassen. Und sie hatte so ein Schild drauf, da stand auch Psychopath, dass man sie nicht anzeigen kann und so. Weil sie hatte so eine Freundin von mir, sie war auch da. Sie hat sie mit dem Messer reingestochen und halt, sie wollte mich anzeigen und in Deutschland drauf: Anzeige ist nutzlos, Psychopath oder so. Und dann hat sie ihren Hund verloren. Ja. Gott, dass du sie mit dem Hund anschaust. Linda? Gibt's nichts. Meine Nachbarn sind alle außen. Meine Hund. Ich habe irgendwelche Erlebnisse in der Familie mit Bruder und Schwester. Ich habe hier nicht was. Ich war jetzt 4 oder 5 und habe draußen gespielt mit meiner Freundin, Verena. Und dann ist halt so ein Junge gekommen, der war so 15, 16, glaube ich, kann mich gut erinnern, und hat herumgeschrien, die scheiß Ausländer und so weiter. Und wir waren alle geschockt und wir wussten nicht, was das heißt. Das muss ganz schlimm sein für Kinder, oder? Ja, das kann man nicht erklären, das kann man sich auch nicht. Wir waren noch ganz allein, Kinder haben herumgespielt. Ich und Sandra wohnen ja halt eine Gegend, ja. Und da halt, wir haben so eine Nachbarin, halt eine alte Frau, ja, die ist irgendwie, doch genau zusammen im Sommer, ja, halt Sandras Brüder, ich und uns alle draußen haben Fußball gespielt. Dann ist sie rausgekommen, hat Ball weggenommen und ist auf Sandras Bruder losgegangen, weil ist sie hinterhergelaufen, ja. Hat angeschrien und halt ihr Bruder hat geweint. Und dann ist noch ein Opa rausgekommen, halt, ich glaube, sie sind befreundet, ja, keine Ahnung. Ja, er hat ihn dann halt hinten so festgehalten, hat so rumgeschüttelt, hat gesagt, scheiß Ausländer, obwohl er selber Ausländer ist. Das war die Idee. Ja, ja. Ja. Der ältere Mann ist die Frau. Und die Frau. Dort gibt es so viele Rumänen, die
hassen halt, die, es gibt noch eine, der hat eigene Enkelkind, kennst du die? Ach so, ja. Ja, und halt, wenn die halt Kinder von Nachbarschaft draußen spielen, dann schreit sie herum, halt, geht zu Eltern oder geht zu Vermieter oder so, halt beschwert sich, aber wenn ihre Enkelkinder da sind, dann dürfen die machen, was sie wollen, aber wenn die anderen Kinder draußen sind, ja, dann ist die Hölle los. Sie schicken uns so andauernd so welche Ermahnungen und so Briefe. Also ja. Obwohl das, also wir waren mal in den Ferien und ja, dann sind wir nach Hause gekommen und auf einmal war da eben so eine Ermahnung da drin. Ja, meine Mutter hat es gelesen und da stand, dass wir irgendwas angerichtet haben, obwohl wir gar nicht da waren. Und das schreibt diese Frau selbst? Nein, der Vermieter halt. Der Vermieter, ja. Das heißt, die Frau beschwert sich. Der Vermieter gibt euch eine Ermahnung. Ja, obwohl wir gar nicht da waren. Und normal denke ich mir, der Vermieter müsste dann selbst kommen und sich erkundigen. Ich war ja auch schon mal da. Nein. Der schickt ihr nur die Mahnung weiter. Ja, nein, manchmal kommt auch die Polizei. Es gibt noch eine Frau, die von dir, weißt du, ja. Halt, ja, Emir, hat noch ein paar Jungs aus der Nachbarschaft, ich halt, war so draußen, haben Fußball gespielt. Da ist halt so eine Österreicherin, aber sie ist auch irgendwie durchgeknallt. Ja, hat, ist mit einem Stock rausgekommen und einem Messer, hat mich, Emir und hat noch ein paar Jungs geschlagen. Scheiß Ausländer, geht draußen, Jungs oder auch immer. Mir war das auch so, ich war mit meiner Schwester und meinem Onkel in der Stadt, da war so einer, hat gesagt, ja, ich scheiß Ausländer, verpisst euch aus unserem Namen. Der hat euch nur reden gehört, auf Rumänisch, oder? Und hat dann das gleich gesagt. Ja, also zwei kleine Jungs, mein Papa, die haben mal, also einer war Österreicher und einer war Albaner. Ja, der Österreicher ist halt hinter dem Fahrrad so gesessen, hat die am Fahrrad gefahren und sind in ein Auto gekommen. Und dann hat der Besitzer es rausbekommen, hat es rausgeschrieben und so. Und dann halt sind die Eltern auch gekommen. Dann hat er gesagt, zu dem Vater, ich zeig's dir an und so. Und das andere Kind halt, hat keine Anzeige gekriegt. Ist wirklich die Anzeige? Ja. Ja, also er kann sich's aussuchen, ob er anzeigt oder nicht. Ja. Er hat nicht anzeigt. Meine Freundin, sie ist mal halt in einem Bus gesessen und da kommt halt so ein älterer Mann rein, der hat es betrunken und so und ein Platz war neben ihr frei halt. Er schaut sie an, sie dreht sich um und also sie hat ein bisschen dunkle Hautfarbe und dunkle Haare und so. Er schaut sie an und für scheiß Ausländer, ich setz mich nicht neben dir und geht einfach weg. Eigentlich sind die auch Ausländer, wenn sie zum Beispiel aus Österreich sind und nach Italien fahren zum Beispiel, sind die auch Ausländer. Ja, ja, ja. Also dürfen sie dort kein Urlaub machen. Außerdem nur wegen einer Hautfarbe und so muss man nicht unbedingt Ausländer sein. Mhm. Ja, stimmt. Ja, weil ihr Bruder hat draußen Fußball gespielt, da waren auch andere Kinder. Er ist auf Sandras Bruder losgegangen, weil er Ball zugepasst hatte oder so, keine Ahnung. Er hat den Hinten festgehalten und hat so herumgeschüttelt und so. Dann ist auch verboten. Das Fußballspiel ist nicht verboten, aber das Schütteln hat es verboten. Ja, das ist nicht verboten. Schauen Sie mal. Hätte auch ein bisschen Zeit. Ja. Also, mein kleiner Bruder, die hat mal Angst, in den Park zu gehen, weil seine Frau halt immer gesagt hat: ihr dürft hier nicht spielen, geht's nach Hause, ihr Ausländer. Die Rumänen sind eigentlich so aggressiv, weil in Rumänien eigentlich kein Gesetz so ist, ja, dass die Eltern die Kinder schlagen dürfen, andere Erwachsene dürfen das auch. Also in Rumänien ist das üblich sogar, wenn jetzt Touristen kommen, sagen sie, ja, wir dürfen nicht in euer Land, also dürft ihr auch nicht in unser Land und so weiter. Also sie verspotten sich eigentlich gegenseitig. Ja, weil die sind so arg. Das soll jetzt die Erklärung sein für die beiden Rumänen, die nicht in das sind drei. Ja. Also meine Mutter ist eigentlich mit einer von denen befreundet und sie ist halt so gestört. Teufel. Ja, sie kommt halt nicht mit dem Messer oder so. Ich kenne sie zu gut. Also sie, die was eine Enkelin hat, sie kommt nicht mit dem Messer oder so, sie betrifft keinen Bilder. Aber schreibt eine Behinderte rum.
Und mit dem Stoff wieder zu. Ja, ja, das war auch meine Babysitterin, sie hat uns immer angestimmt und so weiter. Manchmal kommt sie mit Kübel Wasser, aber so eine Spritze gar nicht. Ich möchte halt schlafen. Thank you.